Prozessauftakt im Fall Jörg Kachelmann am Montag in Mannheim. Die Prominenz des der Vergewaltigung angeklagten Wettermoderators zieht nicht nur Presse- und Schaulustige an, sondern auch TV-Comedian Oliver Pocher. Der durchaus streitbare Entertainer nahte die versammelte Presse, als er als Jörg Kachelmann verkleidet in die Tiefgarage des Landgerichts einfuhr, um wenig später dieser wieder zu verlassen und seiner Interpretation der Situation vor Gericht Gehör zu verschaffen. Die Koordination, Abwicklung und Betreuung der Lausemädchen übernommen hat. Das hat prima geklappt, danke dafür. Außerdem, wo die Presse gerade da ist, wir suchen eine 14- bis 20-Zimmer-Wohnung im Raum von Frankfurt, wo wir alle gemeinsam wohnen können. Wenn uns dort jemand behilflich sein könnte, würde uns helfen. Ich möchte auch das Gericht vor Prozessbeginn in aller Form nahelegen, unbedingt von einem Schuldspruch abzusehen. Wie ich erfahren habe, erfindet sich auch unter den Richtern eine Frau. Ich möchte um den Austausch durch einen Mann bitten, damit das Ganze hier nicht zu einer Hexenjagd ausartet. Außerdem habe ich viele interessante Projekte, die ich demnächst im Fernsehen auch haben werde. Es gibt eine Wettershow nur für Frauen und dort gibt es auch schon einen Sponsor, den ich offiziell hier nennen kann. Always Ultra macht dir schöne Tage. Außerdem werde ich ein sehr ehrliches Buch schreiben. Titel: Alle für ein, aber mindestens 14. Außerdem möchte ich, nochmal hier, was mich hinsichtlich einer objektiven Berichterstattung beunruhigt ist, dass Alice Schwarzer für die Bild-Zeitung von meinem Prozess berichtet. Da die Bild genau wie Frau Schwarzer ja immer schon für Emanzipation und Antichauvinismus gestanden hat, halte ich diese Zusammenarbeit letztendlich doch für passend. Während meiner Untersuchungshaft war nicht alles schlecht. Es gibt in meinem Leben jetzt auch einen Lausbub und nicht nur Lausmädchen. Walter. Mein Gott, Walter. Und nochmal drehen. Das sind wahre Gefühle, nicht für die Presse inszeniert. Nicht für die Presse. Hand an Hintern. Okay, das ist alles, was wir sagen kann. Und zu guter Letzt, ich sag's nochmal, ich bin unschuldig, das ist alles, was ich sagen kann. Dass Oliver Pocher des Öfteren auf dem schmalen Grat des guten Geschmacks wandelt, ist nichts Neues. Und so spaltet der jüngste Auftritt des eigentlich blonden Hannoveraners die Zuschauer. Wesentlich medienscheuer gab sich der echte Jörg Kachelmann, dessen An- und Abreise nahezu im Verborgenen stattfand. Die Fortsetzung des Prozesses nach der Unterbrechung wegen der Befangenheitsanträge der Verteidigung ist für nächsten Montag geplant. Ob dann auch das Kachelmann-Double wieder Stellung bezieht, bleibt abzuwarten.